Ja, willkommen bei meinem neuesten Video. Heute geht es mal um eine Alarmanlage, und zwar um diese Ajax-Alarmanlage. Hier ist die Basisstation. Und zwar bin ich eigentlich Vertreter von Lupus Elektronik. Wir vertreten also, oder beziehungsweise wir verkaufen in der Regel Alarmanlagen von Lupus. Jetzt hat mich allerdings Mitbewerber angerufen, hier die deutsche Vertriebsfirma, die diese Ajax-Alarmanlagen vertreibt, und hat gesagt, ob ich die nicht mal testen wollte. Ich sage, gut, können wir gerne mal machen. Hatte mich dann überzeugen lassen, aber aus einem einfachen Grunde, weil die im Verhältnis zu den klassischen Alarmanlagen doch sehr schick aussieht. Und jetzt geht ja manche, bei manchen geht es ja dann doch über ein bisschen über Design und Funktionalität. Die dürfen natürlich nicht vergessen, deswegen machen wir jetzt hier einen Test. Und von daher schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Dazu würde ich sagen, schaut euch dieses Video an. Ja, als erstes sollen wir eine App runterladen. Das ist natürlich bei den meisten der Fall. Hier gibt es so eine Kurzanleitung, da steht beschrieben, dass wir uns eine App runterladen sollen. Erster Kritikpunkt: Die Kurzanleitung ist nur in anderen Sprachen außer Deutsch. Also da finde ich jetzt hier Englisch und Russisch, aber kein Deutsch. Und das ist natürlich, sagen wir mal, für viele jetzt auch nicht so dolle. Aber was mir dann aufgefallen ist, das sehe ich dann wieder als positiv: Die eigentliche App, die ist selber in Deutsch. Also hier ist im Grunde genommen dann doch wieder Wert darauf gelegt worden, die in Deutsch auch anzubieten. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, hier die Alarmanlage einzurichten. Eine Möglichkeit ist jetzt, einen Einrichtungsassistent zu nutzen. Das werden wir jetzt hier mal machen. Nach Anleitung steht hier. Und jetzt steht hier als erstes, sollen wir den Hub aktivieren. Schalten Sie das Hub ein und warten, bis das Ajax-Logo grün oder hellweiß wird. Das machen wir doch mal. Jetzt ist so, dass ich in der Anleitung, in der Kurzanleitung gesehen habe, dass man hier diesen Deckel abmachen kann. Da muss man hier so ein bisschen runterdrücken. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein Stromkabel anzustöpseln, um den Hub mit Strom zu versorgen. Und wir haben auch die Möglichkeit, sofort ein Netzwerkkabel hier anzustöpseln. Da habe ich mal was vorbereitet. Ich denke, das macht den meisten Sinn. Dann gehen wir eben direkt Netzwerk. Dann haben wir diesen Schritt dann auch schon mal gespart. So, jetzt habe ich hier noch einen Power-Button, den ich betätige. Nochmal. Einmal kurz gedrückt. Passiert nichts. Drück mal länger. Ah, okay. So, jetzt haben wir die Anlage hier, beziehungsweise den Hub hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich den am besten platziere. Und dann warten wir da mal auf die grüne oder helle weiße Farbe. Das ist ja jetzt hier die Anweisung. So, jetzt haben wir eine grüne Farbe und schauen mal, was jetzt als nächstes steht. Also, bevor ich die App nutzen konnte, musste ich übrigens ein Konto registrieren. Das ging ganz schnell. Habe ich euch jetzt hier aber nicht gezeigt. So, um den Hub zu registrieren, geben Sie bitte Name und den Registrierungsschlüssel QR-Code ein. So, Hubname nennen wir einfach mal Test. Und Registrierungsschlüssel, da können wir also den Code scannen. Da möchten die auf die Kamera zurückgreifen. Jetzt müssen wir mal gucken, gibt es hier einen Code? Ja, da ist der Code. Und damit wurde die hinzugefügt. Jetzt habe ich hier oben die Nachricht bekommen, dass diese Anlage meinem Test hinzugefügt wird. So. Also meinem Account hinzugefügt wird. Jetzt konfigurieren Sie alternative Verbindungsmethoden, verbinden Sie ein Hub-Heimnetzwerk. Habe ich gemacht mit dem Kabel. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein Zimmer hinzuzufügen. Ja, können wir machen. Machen wir mal. Wir sind ja hier im
Laden, also schreiben wir einfach mal Laden hinzu. Und damit haben wir, ich denke mal, erstmal alles gemacht. Ja, und jetzt sollen wir direkt Geräte hinzufügen. Das finde ich gut, das geht schnell. Mal gucken, ob das dann auch so unkompliziert weitergeht. Das würde mir dann gut gefallen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem Wichtigsten, mit dem Steuerpad, ne? Weil wir wollen ja unsere Anlage auch an- und ausschalten, wenn wir nicht ein Handy zur Hand haben oder ähnliches. Also würde ich sagen, nutzen wir das. So, jetzt müssen wir gucken. Ich soll hier einen QR-Code scannen, den ich allerdings hier nicht habe. Hier sind übrigens Schrauben unten drin. Das ist schon mal ganz gut. Also hier ist das Pad. Muss ich eben gucken, wo ich den QR-Code finde. So. Hier gibt es wieder eine Kurzanleitung. Da gibt es die Möglichkeit, das sehe ich hier gerade, so. Da gibt es wohl unter dem Deckel auch wieder einen QR-Code. Ah, wunderbar. Da können wir den anschalten. Wieder. Da blinkt jetzt was. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Code zu scannen. Das gucken wir doch direkt mal. So, Keypad. Hat er direkt geschrieben, also hat er erkannt, ich bin ein Keypad, das ist schon mal gut. So, Keypad laden, Gerät hinzufügen. Starten. Das System zeigt nun aktive Geräte an. Wenn sie bereits aktiviert ist, deaktivieren sie und warten sie eine Sekunde. Okay. Gerät registrieren. Also er registriert jetzt das Gerät. Das ist schon mal gut. Gucken, ob da auch was passiert. Achso, ich soll das anschalten. Ich habe es ja angeschaltet. Ne? Ein, aus. Aktiviert ist deaktivieren. Das warten eine Sekunde. Achso, okay. Also soll ich ausschalten und wieder anschalten. So. Mal gucken. Zack. Habe ich es jetzt nur ausgeschaltet? So, Moment. Ich glaube, ich habe es nur ausgeschaltet. Kann ich hier was machen? Nee. Geh nochmal zurück. Und schalte es jetzt nochmal an. Hinten ist ja der Knopf. So. Jetzt hat er es erkannt. Okay, wir müssen es also erst anschalten, wenn der uns da Bescheid sagt. So, Keypad ist drin. Das ging schnell, oder? Also bis auf den kleinen Anlaufschwierigkeiten. Top. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt haben wir schon ein Keypad. Das sieht gut aus. Nimm mal den Deckelchen wieder da drauf. Und ein weiteres Gerät hinzufügen. So. Jetzt haben wir hier so einen schönen Tür- und Fensterkontakt. Gibt es übrigens auch immer auf den Verpackungen QR-Codes. Mal gucken, ob das hilft. Das ist ganz nett. So. Und da müssen wir gucken, wo wir hier den Code finden. Also die besondere Herausforderung scheint ja zu sein, den Code zu finden. Dann wollen wir das doch mal machen. Ich versuche die hier mal vorsichtig aus der Verpackung rauszuholen. Gar nicht so einfach. Haben die Chinesen sich wieder viel Mühe gegeben. So, jetzt haben wir hier zwei, sehe ich gerade, Sensoren. Hier ist ein Halter. In der Regel ist es ja so, dass wir eigentlich nur einen Sensor brauchen. Jetzt gucken wir doch mal, warum wir jetzt hier zwei haben. Einen mit Licht und einen ohne. Und normalerweise reagieren die ja quasi, wenn die so drauf sind. Da habe ich also noch keine Ahnung von. Aber wir werden mal den Code scannen. So, optional können Sie Gerätenamen erstellen. Ne, wir brauchen jetzt, das ist ein Door Protector, heißt der. Fügen wir mal das Gerät hinzu. So, und jetzt soll ich das Gerät starten. Ah, da gibt es hier eine schöne visuelle Anleitung. Ich soll das hier hochschieben. Okay. Gucken wir mal. Ah, ich kann das runter machen, dann raus machen und dann auf On stellen. Zack,
Das ist doch gut. Hat geklappt. Realität hinzugefügt. Jetzt stelle ich mich trotzdem die Frage, oder stelle mir die Frage, also ich vermute einfach mal, dass. Ja, also die gehören zusammen. So, die sind ein bisschen groß. Ich finde, normalerweise erwartet man ja so eine Größe. Ach, der geht auch. Das ist ja die Frage. Warum gibt es hier zwei? Ja, also wie ihr seht, gibt es wohl zwei. Wahrscheinlich je nach Bauart oder Verwendungszweck. Okay. Also, das muss man doch ergründen, warum es da zwei gibt. So, jetzt wollen wir das letzte Gerät, was wir hier mitbekommen haben, nämlich wahrscheinlich das wichtigste Gerät, die Alarmsirene. Bringt ja keine Alarmanlage was, wenn man keinen Alarm hat am Ende. Ne? Ui, das sieht aus wie ein Lautsprecher. Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Ne? Also hier von der Oberfläche wie ein Lautsprecher. Und hier, das sehe ich, ohne die Anleitung zu lesen, das kann man rausdrehen. Ne? Manche Sachen sind ja auch innovativ. So. Also bis jetzt gefällt es mir gut. Ja, dann. Home-Sirene. Ja, gut. Gerät hinzufügen. Hier sollen wir auch die Sirenen starten. Diesmal haben wir wieder einen Power-Button. Keinen Schalter, also keinen Switch, sondern einen Power-Button. Zack, kaum ist sie an, ist sie auch verbunden. Also das gefällt mir gut. So, jetzt haben wir nichts mehr. Also sagen wir mal hier auf Weiter. Es gibt Möglichkeit, Benutzer hinzuzufügen. Sie können bis zu 50 Benutzer. Da ich ja selber jetzt der Benutzer bin, würde ich sagen, brauchen wir nicht. Ja, jetzt stehe ich hier als aktiver Benutzer. Benutzerberechtigung und bearbeiten. Aktiver Benutzer. Weiter. Eine Sache noch. Nun ist es Zeit, Geräte in Ihrem Zimmer zu installieren. Wir haben ein Handbuch, das Ihnen hilft. Okay. Ja, also die blinkt jetzt hier auch verschiedenfarbig. Da ging es gerade nämlich darum, dass die Firmware aktualisiert wurde. Habe ich hier gesehen. Und jetzt können wir installieren. Es gibt hier verschiedene Anleitungen. Also wir haben mal als Beispiel den Door Protector. Oder haben wir den Door Protector Plus? Nein, wir haben den normalen Door Protector. Da gucken wir uns mal an. Ich setze, ja, war mir klar, da öffnet sich eine PDF. Die allerdings in Deutsch. Das ist natürlich super. Das ist super. Jetzt sehe ich nur gerade, dass ich hier zwar den Door Protector ausgewählt habe. Ja, mal gucken. Ah, da war er. Also habe ich mich verklickt. Okay, aber bei der Gelegenheit fällt mir auf, dass wir nämlich ein Gerät vergessen haben. Das sollten wir dann dazu fügen, würde ich sagen. Dazu gehen wir mal hier aufs Dashboard und gucken mal, wie innovativ das ist. Also wir haben die Anlage ist jetzt testunscharf. So, und jetzt wollen wir nämlich, wir haben nämlich hier noch einen Bewegungsmelder, den habe ich ganz vergessen. Den wollen wir noch hinzufügen. Ja, jetzt haben wir natürlich die super Möglichkeit oder Gelegenheit, direkt mal dabei zu schauen, was passiert, wenn wir ein Gerät nachträglich hinzufügen wollen. Gehe einfach mal auf Geräte und dann auf Hinzufügen. Da gibt es auch schon Meldungen hier oben, aber das gucken wir gleich. Wir wollen jetzt ein Gerät hinzufügen. Süße, wir haben ja schon. Entschuldigung für den Husten, wir haben ja schon Geräte gehabt. Haben wir den Bewegungsmelder. Das ist natürlich auch wichtig. Den haben wir ganz vergessen. Den fügen wir jetzt auch noch hinzu. Und, kann ja nicht sein. Ne? So, und wenn ich jetzt hier der Innovation richtig folge, dann wird das ja wahrscheinlich auch wieder eine Schiebe. Ja, genau, ein Schieber sein. Und jetzt haben wir hier den Code scannen. Ach, da geht jetzt so ein kleines Fenster auf. Nett. Ah, okay, jetzt müssen wir ihn vergeben. Bewegung. Und Zimmer wählen wir. Laden. Okay. Jetzt sagt er, ich soll wieder das System starten. Das finde ich allerdings gut, dass man da das schön so Schritt für Schritt alles machen kann. Also es ist ja sehr komfortabel, muss ich sagen. Also da, das gefällt mir ganz gut.
Aber wie man solche Komponenten anbringt, will ich euch jetzt nicht zeigen, das wird auch nur langweilig. Da kann ja jeder so für sich selber ein bisschen entscheiden, wo hänge ich jetzt so einen Lautsprecher hin oder. Ja, also da müssen wir einfach mal gucken. Ich denke, jetzt gucken wir uns einfach die App noch mal ein bisschen genauer an. Also das, was bis jetzt hier gelaufen ist, war sehr einfach, muss ich sagen. Also das hat doch einiges erleichtert. Das kann ja im Grunde genommen jeder. Also das ist ein ganz großer Pluspunkt. Also nicht nur Design, ne, weil die Sachen sehen ja schon alle sehr hübsch aus, ne? Also so, sagen wir mal, nett gestylt, schwarz, so, ne? Das kann man also auch mal irgendwo hinhängen. Also das gefällt mir. So, dann gucken wir jetzt aber trotzdem mal weiter in die App. Hier steht bei der Anlage zwei Warnungen. Ah, Gehäusedeckel ist offen und Mobilfunk ist getrennt. Das heißt, ich habe also wahrscheinlich die Möglichkeit, hier auch noch eine SIM-Karte einzufügen. Ja, genau. Ich zeige euch das nochmal hier. Da ist ein SIM-Karten-Slot. Ja. Ne? Da kann ich also auch eine SIM-Karte einfügen. Ganz wichtig möchte ich sagen, auf jeden Fall machen. Ah, der Satakip hat sich gemeldet. Auf jeden Fall machen, nicht vergessen. Denn wir hatten ja hier, kann man in einem oder anderen Video sehen, hatten wir ja einen Brand im Laden. Und da ist dann der, hatte ich in unserer Alarmanlage keine SIM-Karte eingefügt. Die war nicht drin. Bisschen blöd. Und so wurde ich per SMS nicht gewarnt, dass die gebrannt hat. Ne? Denn der Strom ist frühzeitig ausgefallen. Also der Strom ist ausgefallen, noch bevor der Rauchmelder sich gemeldet hat. Das war ein bisschen doof. Die Alarmanlage hat zwar einen Akku und die hat hier auch wie wild alles gemanagt, aber leider nicht zu mir. Ich war weit weg. So, das heißt, ich bekomme hier eine Statusmeldung, nämlich der Gehäusedeckel ist offen. Ist klar, Mobilfunk ist getrennt. Super, sind wir informiert. Das sind so quasi wie der Sabotageschutz, genauso wie hier auch von dem Keypad, was übrigens auch schick ist, finde ich. Ja, also gut, so. Da wird auch gemeldet, der Gehäusedeckel ist offen. Der ist zwar drauf, aber ich nehme an, ich muss den zack. Ja, genau. Ne? Also ich habe ihn jetzt verschoben an die richtige Stelle und jetzt ist der auch geschlossen. Also schöne Hinweise, gefällt mir gut. So, und dann gibt es auch schon Ereignisse, ganz viele. Hier wurden der Gehäusedeckel geschlossen, also alles, was ich mache, Firmware wurde aktualisiert, perfekt. Also das gefällt mir gut, auch alles in Deutsch. Und ich habe jetzt hier mein Zimmer, den Laden. Da gibt es also auch einen Temperatursensor, sehe ich gerade. Also hier in meinem Studio ist es ein bisschen wärmer, ne, wegen Licht und so weiter. Hier wird 24 Grad angezeigt, das finde ich schon cool. Jetzt gibt es hier ein Bewegungsmeldeereignis, genau. Entschuldigung. Gehäusedeckel ist offen. Da haben wir auch einen Gehäusedeckel, genau. Das sind dann Sabotageschutzmerkmale, ne? Akku ist geladen, also alles super geladen. Ja, perfekt. Also für mich muss ich sagen, ein sehr praktisches, rundum geschlossenes System mit einer App, auch in Deutsch. Also was mir jetzt hier, wie gesagt, nicht gefallen hat, ist, dass diese Kurzanleitungen nur in Englisch sind. Aber sobald man quasi diese kleine Hürde überschritten hat, dann kommt man ja über die App sehr gut an die deutschen Anleitungen. Muss man echt nochmal überlegen, strategisch, ob das sinnvoll ist, da von Anfang an das zu machen. Denn es gibt ja viele, die sicherheitsbewusst sind und kein Englisch können. Also von daher denke ich, macht das schon Sinn, das einzudeutschen. Also hier, top, das war es auch schon mit dem Test, weil der Rest, der ist ja simpel. Ne? Also anbringen an verschiedenen Stellen. Und dann funktioniert das Ding. Ne? Also da bin ich ziemlich sicher, dass da hier das einwandfrei funktioniert. Muss ich aber, oder will ich jetzt ungern testen. Ne? Das ist bestimmt sehr laut. Aber also aus meiner Sicht, Daumen hoch. Also hier, Daumen hoch. Solltet ihr Interesse an der Anlage haben, also ich kann euch da gerne ein Angebot machen. Das ist kein Problem. Einfach per E-Mail schreiben, dann kriegt er da ein Angebot über die einzelnen Komponenten. Macht einen super Eindruck. Die Lupus-Anlage, da werden wir auch nochmal einen Test machen, beziehungsweise wir haben hier so einen Vorführbereich. Da kann ich euch dazu mal ein bisschen mehr sagen. Habe ich bis jetzt auch noch kein Video zu gemacht. Ich weiß nicht warum. Wir verkaufen die schon länger. Sollten wir auch mal ein Video machen. Gerade jetzt, Lupus hat nämlich eine ganz tolle neue App rausgebracht, beziehungsweise
aktualisiert. Die ganze Firmware ist aktualisiert auf allen. Jetzt sind die nämlich auch sehr leicht zu bedienen und einzurichten. War vorher ein bisschen sperrig, also dem sind wir fast Profi vorbehalten. Aber also von daher alles gut. Also für mich klare Empfehlung. Daumen hoch für die Ajax. Passt. Preis-Leistung passt auch. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber so ein Ding dürfte so um die 500 Euro schon schnell machbar sein. Ne? Damit habt ihr eine gute Grundausstattung. Pro Fenster neue Kontakte. Ja. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen hoch nicht vergessen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum